Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, heute soll es um eine weitere Messervorstellung eines Flisser-Modells gehen. Ich hatte euch ja vor einiger Zeit ein Video hochgeladen zu einem Buttonlock-Modell in All Black mit G10 und D2-Stahl. Ja, leider haben diese Messer keine Namen. Auch das, was ich euch heute vorstelle, ist namenlos. Stört mich jetzt nicht so unbedingt und schon gar nicht bei dem, was man hier an Talern auf den Tisch legt. Ja, dieses Modell, da hatte übrigens der Nico vom Kanal Der Rutschmann. Lieber Nico, ganz liebe Grüße auf diesem Weg an dich raus. Der Nico hatte auch schon eine Vorstellung zu diesem Modell gemacht. Ich verlinke euch das Video vom Nico natürlich in der Videobeschreibung und ich werde euch auch einen Link zum Bezug in die Videobeschreibung packen. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da. Da freue ich mich immer sehr drüber. Das hilft mir, das hilft meinem Kanal. Gibt mir Motivation. Ja, und freut mich einfach, ja, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wäre toll. So, kommen wir mal zum Messer. Ja, geliefert wird das Ganze hier in dieser einfachen Pappbox. Hier oben eine Zahlen- und Buchstabenkombination, Seriennummer wahrscheinlich oder Modellnummer, schwer zu sagen. Hier auch nochmal, ja, aber wie gesagt, kein Modellname in dem Sinne, also nichts, was wirklich erkennbar ist. Hier, ja, 4,5 Zoll Folding Pocket Knife Blue. New, ja, das war es dann auch, Made in China das Ganze. Hier auch nochmal 24, ja, was auch immer. Ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, um welches Modell es geht. Genau, es ist dieser, naja, ich will nicht sagen Buckout-Klon, aber es ist ein Messer, was schon stark ans Benchmade Buckout erinnert. Für mich dennoch weder eine Kopie noch schon gar nicht ein Klon ist. Sicherlich sind da Designanleihen da, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Dennoch gibt es doch einige Unterschiede bei diesem Messer. Ich habe das schon mal in einem Video gezeigt, wo ich euch Bugout-Alternativen vorgestellt habe. Da war dieses Messer mit bei. Und ich dachte mir, das ist so ein tolles Teil, dem gönne ich dann auch noch mal eine Einzelvorstellung. Ja, das Ganze kommt hier in dieser einfachen Pappbox. Der Clip ist hier hinter, sodass das Messer quasi angeklippt ist in der Box. Wir haben hier noch ein bisschen Paperwork dabei, ein bisschen Informationen. Use with caution. Ja, das wäre nicht schlecht. Sollte man wirklich mit Vorsicht benutzen, denn das Ding ist ordentlich scharf ab Werk. Ja, so viel zum Karton. Schauen wir uns das Messer an. Hier ist es nun, ich habe mich für die blaue Variante entschieden. Das Ganze gibt es auch in einem Rosa und ich bin mir nicht sicher, ich glaube auch in einem Braun oder Schwarz gibt es das Ganze auch. Aber als ich mir das gekauft habe, gab es das nicht mehr. Da gab es es nur noch in Blau und Rosa. Obwohl ich ein Freund von peppigen Farben bin, habe ich mich dann doch eher für das Blau, nicht für das Rosa entschieden. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Also ihr seht schon bei der Klinge, ja, da sind wir dann doch schon ein bisschen ab vom Buckout. Da die Klinge ja doch nochmal anders. Beim Griff, ja, sind wir schon sehr ähnlich. Auch vom Aufbau her, vom grundsätzlichen Aufbau her, ja, natürlich auch. Müssen wir uns nichts vormachen. Aber wie gesagt, wir haben hier kein Benchmade-Logo, sondern das Logo von Flisser auf der Klinge. Von daher schon mal gar kein Klon. Und wie gesagt, es gibt doch einige Unterschiede bei diesem Messer. Die Anordnung der Schrauben, die ist mehr oder weniger gleich zum Buckout, auch der Bolzenverschluss, auch das Lanyard-Loch hier hinten. Aber es gibt, der Clip ist ein bisschen anders als beim Buckout zum Beispiel. Auch der untere Teil, der hintere Teil des Griffes hier ist anders. Auch hier oben dieser Schwung im Griff, den hat das Buckout nicht. Von daher, ja, ist das sicherlich eine Designanleihe, aber dennoch kein Klon und auch keine Kopie. Ja, schauen wir uns die Klinge an. Wir haben hier ein Stonewashed Finish auf dieser wunderbaren Droppoint-Klinge. Wir haben hier im mittleren Bereich eine, ja, ich sag mal, eingeschliffene Swatch.
Wir haben einen Flachschliff, der ungefähr, sagen wir mal, hier in dem Bereich zu 80%, hier hinten zu 70% hochgezogen ist und dadurch noch ein paar Flats, die hier entstehen. Auf denen haben wir auch hier das Logo, relativ dezent, das gefällt mir gut. Wir haben hier Daumenpins beidseitig angebracht. Wir haben hier eine Combined Edge, also eine Klinge, die kombiniert ist, einmal mit einem normalen Schliff und einmal mit einem Wellenschliff im hinteren Bereich. Also Serrations und einen normalen, ganz norm also eine ganz normale Schneide. Auf der Rückseite haben wir hier eingeprägt den Klingenstahl. Das ist der japanische AUS 8. Ist jetzt nicht der beste Stahl, aber der ist als Alltagsstahl völlig in Ordnung. Den kriegt man sehr leicht wieder auf Schärfe, nimmt auch eine sehr gute Schärfe an. Hält die Schärfe natürlich nicht so lange wie jetzt zum Beispiel ein D2 oder ein VG10 oder ein 154 cm. Dem muss man sich auch klar sein. Ja, ich sag mal so 440A, B, irgendwas in dem Bereich. Ungefähr entspricht das. Was aber, wie gesagt, als Alltagsstahl völlig in Ordnung ist. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist hier ein absoluter Budgetkracher, den ihr momentan, glaube ich, für knapp über 20 Euro bekommt. Als ich mir das Ding gekauft habe vor etlichen Wochen oder schon anderthalb Monaten, da lag das Ganze noch bei unter 20 Euro. Also absolut, absolut toller Preis. Ja, so viel zur Klinge. Also wir haben hier eine Klingenstärke von 2,8 mm. Hinter der Phase haben wir hier, naja, ich würde mal sagen, so vielleicht um die 0,5 mm. Das ist in Ordnung. Das Ding schneidet auch gut. Die Serrations sind sehr scharf. Also damit könnt ihr gut was wegarbeiten. Auch der Anschliff ist ganz ordentlich hier im hinteren Bereich. Da seht ihr, da haben wir hier so eine kleine Unsauberheit. Aber ansonsten hier auf der Vorderseite ist das Ganze schon ganz ordentlich gemacht. Vor allem, wenn man sich diesen Preis vor Augen ruft. Kommen wir zum Griff. Griffschalen FRN lassen sich richtig zusammenbiegen. Also da kann auch ein Auto drüber fahren. Da sollte nicht viel mit passieren. Die sind sehr elastisch und halten auf jeden Fall was aus. Nach innen oder der Innenbereich noch hier, seht ihr an diesem Raster noch ausgefräst bzw. so gestaltet, dass hier auch nochmal, obwohl es schon leichtes Material ist, nochmal Gewicht gespart wurde. Wir haben hier einen Bolzenverschluss. Der setzt sich hier hinten auf die Klingenwurzel und hält die dann sehr sicher fest. Wir haben kein Klingenspiel, weder von oben nach unten noch von rechts nach links. Der Lock lässt sich auch mit einer Hand wunderbar bedienen. Und das Ganze hat eine absolut tolle Action. Also ich würde sogar behaupten, besser als bei einem Bugout. Obwohl man hier sagen muss, das Ganze läuft auf Kugellagern. Das Bugout läuft ja auf Gleitscheiben. Von daher klar, dass die Action hier nochmal eine ganz andere ist, weil wir einfach ein ganz anderes Lagersystem hier haben. Dennoch wunderbare Action. Das Ganze sehr weich und sehr ordentlich. Jetzt bin ich am Überlegen, ob das hier wirklich Kugellager sind. Aber doch wahrscheinlich schon. Ja, sollten Kugellager sein. Ja, ihr seht, der Lock, genau wie beim Bugout hier mit, ich sag mal, so kleinen angedeuteten Mini-Platinen in den Griffschalen integriert. Wir haben hier ein Jimping. Das ist okay. Auf dem Klingenrücken haben wir keins, braucht es auch nicht. Das passt soweit. Ja, ansonsten Lanyard-Loch recht großzügig. Ihr seht, der Clip ist umsetzbar. Wir haben hier zwei weitere Löcher für die Schrauben. Der Clip ist annähernd Deep Carry. Der Clip ist nicht versenkt, die Schrauben sind nicht versenkt, aber in der Preisklasse auch kein Wunder. Die Spannung, ja, ist schon recht weich, aber ich habe das jetzt eine ganze Zeit mit mir geführt. Das saß immer sicher in meiner EDC-Lederpouch oder auch in der Hosentasche. Also das hatte ich nie in irgendeinem Moment das Gefühl, dass ich das verlieren könnte oder dass es unsicher sitzt. Das Ganze passt. Was ich gemerkt habe, wie gesagt, dadurch, dass wir hier die Schraubenköpfe rausstehend haben und auch den Clip an sich. Wenn ihr das immer wieder an den Hosensaum rein, raus, rein, raus, rein, raus, ich habe das wie gesagt auch viel benutzt, sieht man da schon
Abnutzungsspuren. Also ja, aber wie gesagt, für 20 Euro will ich da auch überhaupt nicht meckern. Das ist absolut kein Dealbreaker in dieser Preisklasse. Hier auf dem Clip nochmal das Logo und den Schriftzug Flisser. Ja, und das war es dann auch schon. Hier durch drei Sechser-Torx gehalten, die Achse hier Achter-Torx. Und wirklich eine wunderbare Action. Das macht wirklich Spaß, damit rumzuspielen. Ja, sehr leicht, gute Handlage, sowohl im Fechtgriff als auch im Hammergrip. Also passt wirklich, wirklich gut. Gucken wir uns schnell noch die technischen Daten an, machen noch einen kurzen Schnitttest und dann sind wir auch durch. Wir haben eine geöffnete Gesamtlänge von knapp 19 cm. Wir haben eine Klingenlänge von ungefähr 8,4 cm, effektiv scharf. Ja, wenn ich jetzt hier bis zum Ende der Serrations gehe, ungefähr 7,9 cm. Das ist völlig okay. Das Ganze durch seine Bauweise sehr, sehr leicht. Wir haben hier, wie gesagt, unter 3 mm Klingenstärke. Wir haben außer diese beiden Nasen oder Flügel hier, die quasi den Lock fixieren, haben wir hier sonst keine Stahlteile verbaut im Griff, sondern reine selbsttragende Konstruktion dann hier. Und dieses FRN, das ist wirklich sehr leicht. Schauen wir uns mal an, wie viel das Ganze letztendlich wiegt. Da sind wir bei nur 57 Gramm, also im Bereich des Benchmade Buckout, was das Gewicht angeht. So, wie gesagt, der AOS 8 ist nicht der beste Stahl. Ich habe es auch jetzt schon ein paar Mal übers Leder gezogen, beziehungsweise über einen Keramikstab, weil ich es, wie gesagt, jetzt schon eine Weile benutzt habe. Aber das Ganze kriegt ihr relativ einfach wieder scharf und ihr seht das, das Ding ist wieder oder immer noch rattenscharf, lediglich ein bisschen übers Leder beziehungsweise, Entschuldigung, beziehungsweise über den Keramikstab und dann ist das Ganze wieder wunderbar scharf. Mit den Serrations lässt sich wunderbar Pappe zerteilen. Auch Kabelbinder lassen sich damit super auftrennen und auch generell Seilwerk lässt sich damit gut schneiden. Sagt sehr scharf die Teile. Ja, kurz hier ein bisschen Ordnung machen. So, ja, kommen wir zum Fazit. Dieses Flisser-Modell, eine Hommage ans Benchmade Buckout. Mir hätte es besser gefallen, wenn das Ganze keine kombinierte Klinge gewesen wäre, sondern wenn das ohne Serrations gewesen wäre. Das ja, hätte mir einfach besser gefallen. Ich bin nicht der große Serrations-Freund. Ich brauche die Dinger auch nicht. Aber mir war das jetzt hier egal, weil ich wollte das unbedingt testen, dieses Teil. Von daher ist das, ich will nicht sagen Kritikpunkt. Ja, sicherlich gibt es viele Menschen, die das mögen. Ich mag es nicht unbedingt. Dennoch ist das völlig in Ordnung. Die Dinger ja, tun das, was sie sollen. Sie schneiden und gut ist. Ja, wirklich ordentlich verarbeitet. Jetzt nicht perfekt. Ja, hier gibt es ein paar Kanten auch hier. Dieses Teil steht hier ein bisschen raus. Aber das ist alles vollkommen in Ordnung. Wenn wir uns wieder vor Augen halten, dass wir hier um die 20 Euro bezahlen, passt das. Mit dem AOS 8 ein vernünftiger, alltagstauglicher Stahl, der gut und relativ einfach wieder nachzuschärfen ist, eine gute Schärfe annimmt. Auch das passt. FRN sehr leicht, sehr robust. Gute Action, also gute Action, richtig gute Action. Die Daumenpins, lässt sich wunderbar öffnen, das lässt sich wunderbar schließen, auch mit dem Lock direkt. Also das passt alles, das passt alles, das ist alles völlig in Ordnung. Der Klingenstand ist nicht super mittig, das seht ihr, aber es schleift nicht an den Griffschalen. Hier und da gibt es natürlich ein paar kleine Abzüge, das ist auch völlig klar bei dem Preis. Dennoch bekommt ihr hier für 20 Euro einen richtig tollen Worker mit einer richtig guten Action, einer anständigen Verarbeitung, Materialien, die
für den Alltag und dieses Geld völlig in Ordnung sind, die ihren Dienst tun. Von daher eine absolute Empfehlung für dieses Flisser-Modell. Wer damit leben kann, dass es hier ein paar Bug-out-Anleihen gibt, für den ist dieses Messer auf jeden Fall eine absolute Budget-Option. So, und das war's dann auch. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Reinschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.